kurze Vorbereitung, aber trotzdem waren es 4 bis 5 Wochen, wo wir einfach Zeit gehabt haben, da unsere Ideen auf die Mannschaft wirken zu lassen, wo wir am Beginn einmal versucht haben, sehr schnell uns da einzuleben, organisatorische Dinge schnell zu lösen, einen guten Workflow herzustellen. Und, ja, und dann haben wir losgelegt und ich denke, jetzt am Ende der 5. Woche sind wir, denke ich, so weit, dass man ja, so die Grundideen schon ganz gut am Platz sehen kann. Das ist uns auch im Cup-Spiel schon sehr gut gelungen. Und von dem her glaube ich und habe schon das Gefühl, dass wir absolut bereit sind für den Meisterschaftsstart. Wir haben einen sehr, sehr professionellen Staff bekommen. Wir arbeiten gut. Es ist eine homogene Truppe und ja, jetzt sind wir mal gut gestartet im Cup. Und das wollen wir natürlich jetzt in die erste Bundesliga-Runde mitnehmen und da bin ich sehr optimistisch. Ja, in der Ausrichtung ist halt auch wichtig, dass man genaue Vorstellungen hat, was auf einer Position gefordert wird, damit Dinge umgesetzt werden können. Und mit dieser Herangehensweise, das war für uns dann auch sehr wichtig in der Kaderzusammenstellung. Und ja, da gibt es eben neben dem taktisch-technischen Elementen auch wichtig ein Charakterprofil für jeden Spieler und alle Spieler, die wir geholt haben, die sind auf unserer absoluten Wunschliste ganz oben gestanden. Und ja, da muss ich auch an die Schicker Kompliment machen, dass es gelungen ist, diese Spieler dann auch Graz zu holen. Also wir haben einiges schon unternommen. Teambuilding ist immer so dieses Wort, aber ich möchte jetzt gar nicht sagen, wir haben einfach viel Zeit miteinander verbracht. Ja, außerhalb vom Fußballplatz, von der Kabine ein bisschen was unternommen. Und da findet man sich sehr schnell, wenn man andere Themen auch noch dazu kriegt und ja, ich denke, dass wir schon zu einer kleinen Einheit zusammengewachsen sind. Ja. Wenn immer man ein neues Projekt startet, einen Umbruch einleitet, dann ist es halt auch von Vorteil, wenn dann auch sehr schnell gute Ergebnisse kommen, weil dann einfach die ganze Glaubwürdigkeit an das einfach gesteigert wird. Von dem wollen wir einfach so schnell wie möglich dann auch die passenden Ergebnisse haben, aber in gewissen Entscheidungen lassen wir uns auch von Ergebnissen nicht unter Druck setzen. Bei Sturm Graz, junge Spieler, spielen immer eine große Rolle. Gerade jetzt in der Phase, wo wir jetzt sind, wo wir einiges dazugekriegt haben von den Jungen, die alle Potenzial haben, in der Bundesliga zu spielen. Ich glaube, dass sie einfach ja, gerade von älteren Spielern das hören sollen, ja, dass sie das Potenzial haben, nicht nur zu spielen, sondern auch Spiele für Sturm zu gewinnen. Und das ist das Wichtige, dass sie immer wieder so ein bisschen Feedback kriegen. Und ich muss sagen, wir sind jetzt zurzeit sehr zufrieden mit den Jungs, die ziehen mit. Aber natürlich, die großen Aufgaben warten noch und da hoffe ich, dass sie da das gleiche Gesicht zeigen wie in der Vorbereitung. Um die Mannschaft, die wir uns dann alle wünschen, brauchen wir wahrscheinlich noch eine zweite und dritte Transferperiode. Aber wie gesagt, wir sind jetzt schon so aufgestellt, dass wir mal gut starten können. Aber wir lassen uns da jetzt nicht drängen, dass wir sagen, okay, wir brauchen auf der Position jetzt noch unbedingt einen Spieler und die Bestlösung für uns, die ist aber jetzt auch wirtschaftlich nicht möglich, dann werden wir jetzt keine dritte oder vierte Lösung holen, sondern dann werden wir einfach mit diesem Kader mal losstarten und dann werden wir weitere Erkenntnisse kriegen und unseren Weg sehr konsequent gehen, aber dann in den richtigen Momenten halt dann schon immer wieder in kleinen Schritten adaptieren. Die Ziele bei Sturm Graz sind ja immer sehr ident. Wir sind ein Verein in Österreich, der ja, schon eine gewisse Ausstrahlung hat und gewisse Erfolge gefeiert hat. Deswegen, also wir wollen das, natürlich das Optimum aus der Saison rausholen. Kurzfristig ist sicher dieses Meister-Playoff-Ziel und das wird angepeilt. Aber intern werden wir dann sicher noch das eine oder andere Ziel präzisieren und das uns ja, intern dann ausmachen.